Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Captain of Industries. Ja, ihr hattet beim letzten Mal recht, oder ihr habt ja auch viel geschrieben. Die Idee mit einem Pausieren, da bin ich ein bisschen am Durchziehen, bloß ein paar Sachen irgendwie reagieren nicht ganz drauf. Man sieht, vieles ist irgendwie dann doch noch an, obwohl es aussehen hätte sollen. Finde es ganz weird. Die habe ich natürlich jetzt aktiviert. Und was ich mir auch gesagt habe, wo ich dann irgendwie ein bisschen baff war, mein alltypischer geliebter Fehler. Es ist alles im Pausenmodus. Ich pausiere jetzt mal alles, was irgendwie Strom ziehen könnte und Leistung. Ich hoffe, dass wir da irgendwie wieder in den Gang kommen. Und natürlich, bis die hier wieder in den Gang gehen, dauert das wieder auch eine Zeit, weil die sind alle strombasierend mittlerweile. Ist die geringere Version eigentlich auch strombasierend? Was ist ja Stufe 2 oder 3, ne? Schauen wir, ob wir es heute noch retten können. Jetzt bin ich gerade wieder, wo war das? Bin gerade wieder komplett verwirrt. Wo ist es? Doch, das braucht auch Strom. Die brauchen alle Strom. Es ist alles defekt. Was wollt ihr von mir? Sondern sind die beiden defekt, bitte versorgen die Seite gar nicht mehr zum Beispiel jetzt. Jetzt ist aber im Baumodus, stimmt, ja. Ah. Jetzt ist die Maschine wieder ausgefallen. Ich glaube, ich habe mich echt zu tief reingezogen und ich würde sagen, wir laden es echt jetzt, weil... 15... Wir nehmen den Punkt hier. Den laden wir. Ganz ehrlich, ich glaube, du könntest es retten, aber es wird extrem aufwendig sein und frickelig. Und wenn ich es auch machen könnte, aber es ist für euch gleich kein Spaß zuzuschauen. Ganz ehrlich. Deswegen würde ich bin jetzt eher dafür, dass wir sozusagen den älteren Stand laden und von dort aus wieder vorangehen. Es sind auf jeden Fall coole Ideen und ich glaube, hätte ich es früher gemerkt, hätte auch viel besser funktionieren können. Allein schon, dass ich dauernd im Planungsmodus bin, ist natürlich Katastrophe gewesen und dass ich das überhaupt nicht überrissen habe in der Zeit. Aber ich glaube, das liegt auch daran, dass ich in dem Moment einfach nur überlegt habe, was zur Hölle geht ab und gehofft habe, dass sie schnell bauen und nicht bemerkt habe, dass eigentlich der Fehler bei mir liegt, dass ich im Planungsmodus war. Gut, was war eigentlich der Fehler? ...22 nicht genügende Arbeiter. Wir sind aber eigentlich im Plus in dem Moment. Wachstumsnachschub ist an und der Schirm auch. Die Anlage ist aus, weil sie keine... ...Wartung bekommt. Ach ja, sind wir schon an dem Zeitpunkt, warum... Warum ist die Wartung so niedrig? Genau, du kriegst keine Teraflops, dadurch fällt das aus. Ah, okay. So, warte mal, und die kriegen jetzt mal Prio. Du
kriegt auch eine Prio 2. Ich glaube, das passt ganz gut. Warum produzierst du aber nicht zum Beispiel? Du hast sogar noch ein Lager. Ist bei dir einfach zu wenig. Also ich glaube hier zum Beispiel ist es jetzt so. Ich finde immer diese blöden Wartungsgebäude nicht. Das gibt's doch gar nicht. Es ist ein Horror, da ist es. Wartung. Ach nein, du bist Wartung 3, wir brauchen. Aber es sind verschiedene Wartungsdinger, ne? Ich bin schlau mal wieder. So, dann um. Flaches Förderband, das sollte auch komplett reichen. Ich schließe beides einzeln an. Dann sollte die Wartung schon wieder hochgehen. Du ziehst hoch, bedeutet die Teraflops sollten aktiv bleiben. Ziehen wir mal die hoch, dann müssten die um einiges mehr produzieren und das komplette ausfallende System eigentlich. Why? Du brauchst doch drei, warum hast du, du hast doch drei. Hä? Das ist so verwirrend teilweise. Wir haben Wartung 3. Und er fällt aus. Oh, ich weiß warum. Prio 2. Schauen wir mal, ob wir es hinkriegen. Ich habe die Fehler erkannt. Es darf bloß die Energie nicht ausfallen. So, wait, warum ist die Energie so niedrig? Weil der down ist. Du brauchst 2 und bist gut versorgt. Das ist super. Wir sollten langsam unsere Arbeiterprobleme lösen. Gut, wir kriegen das hin, wir kriegen das hin, wir kriegen das hin. Wir kriegen das hin, Leute. Positiv bleiben. Warum steigt die fehlende Arbeiterzahl? Why? Gesamte Bevölkerung. Aber warum sinkt meine Bevölkerung? Nee, warte mal, die muss. Guck mal, aber die Zahl ist ganz weird unterwegs. Wassertank ist noch voll, gut. Uns fehlen immer noch Arbeiter, wie Sau. Ja, du bist auch Prio 2, bitte. Ah, und du bist nicht konfiguriert, okay. Sorry. Vielleicht muss ich vielleicht auch doch auf Prio 3 setzen. Aber es ist das Problem, dass das Ding down ausfällt, was ich überhaupt nicht verstehe. Wir sind voll an Wartung. Rot passt. Warum fällst du aus? Why? Das ist unlogisch. Wartung weiß geht hoch. Super. Wartung gelb nicht, weil fehlt Teile, aber das wird hoffentlich gleich geliefert. Machen wir die Prio aus, mach halb halb. Bitte. Also normale Wartung ist jetzt wieder im grünen Bereich. Das ist gut. Arbeiter gehen nach oben. Alter, das ist ein Horror. So, hier kommt die Wartung nach.
Meine Hoffnung ist ja, dass wenn wir hier voll sind mit Wartung, dass wir hier sozusagen einen halben Stopp einlegen können und dann das Ganze zu Wartung 2 kriegen. Weil wir brauchen das, um Wartung 1 zu... Also ich habe mir so einen kleinen blöden Loop gearbeitet, wie es scheint. Du produzierst... Du brauchst 48. Du produzierst 24 und ansonsten... Ja, nicht genug. Also ich bräuchte pro Ding 1, 2, also 3 von diesen Anlagen für eine Anlage zum Betreiben. Dauerhaft. Wo wollten ihr schon wieder hin? Aus und aus. Der Sinn war ja, dass der Betrieb ausfällt. Oder? Ich habe das Kabel schon angehalten. Weil ich schauen wollte, dass die Anlage leer wird. So war es nämlich. Reißen wir die ersten Teile ab. Genau so. Stimmt, ich habe mich hier hinten irgendwie rausgerettet. What the fuck? Gut. Gut, jetzt kann aber mal die gelbe Wartung auch wieder. Was braucht sie so ewig lang wieder zum Liefern? Hier, weil... Oh. Ich habe mir einen Engpass gebaut, Leute, und zwar Glas. Die sollen das jetzt leer machen. Kommt, schiebt es rüber. Danach seid ihr entlassen, Leute. Los, 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 fahrt das Glas rüber. Das Unterstützungsglas brauchen wir vielleicht doch dringender wie gedacht. Du produzierst die Minute 24. Du verarbeitest die Minute 24. Und bist aktuell beschränkt durch die Anlage hier. Vielleicht können wir die hier ein bisschen rausreißen. Forschung ist jetzt nicht so wichtig. Und ich könnte Glas hier einbauen in die Produktion ein bisschen mehr. Was wir bräuchten, um ihn hier ein bisschen schneller zu betreiben. Prozessoren fahren nach hier hinten. Und er braucht eh sau wenig. Wir stehen sehr gut eigentlich da gerade. Es sind nur die Wartung 2, die... Kann ich einfach mal so just for fun dich drehen? Dann kriegt er so ein bisschen Boost. Was ich auf jeden Fall machen kann, ist das aus. Warum war die Einigkeit eigentlich so niedrig? Was hat sie so extrem gestört? Warum? Habe ich nicht genug Strom in Zufuhr oder was? Megawatt werden geliefert. Muss ich's verstehen? Krankenhaus bringt sich absolut null, weil ich noch keine Lieferung dran habe. Ja, ich muss mich da vielleicht auch mal drum kümmern um Gesundheit, weil das tut schon weh immer wieder. Weißt du was? Wir machen das jetzt wie folgt. Der Teil wird abgerissen. Warum? Weil wir reißen die komplette Anlage hier aus dem Leben. Um wirklich den Sand hinzukriegen. Bedeutet auch, der Kabelanschluss, der bis hier vorgeht, ist fürs Erste unnötig und verbraucht nichts mehr.
Oh, schau, das Gelbe ist jetzt auch wieder im Grünen. Wir haben genug Leute. Oh, wir sind wieder gut da. Uff, also die gelbe Wirtschaft tut noch hinken, wie blöd das ist. Ungut. Das werden wir hoffentlich bald ausdrehen können. So, das schneide ich jetzt auch ab. Pack alles weg, was da irgendwie dran ist. Das war nicht ein Forschungsanschluss auch noch. Das, der war hier drin. Eieieiei. So. Räumen wir mal den Platz auf. Was ist der Sinn dahinter? Mein Sinn dahinter ist, ich will alles verfahren. Aber vielleicht hätte ich den einen Anschluss gebraucht zum Weiterentwickeln, ne? Ups. Aber das erste, ach ja, jetzt werden die Lager hier auch wieder voll schick. Dadurch, dass wir jetzt wieder auf dem Stand sind. Oh, langsam wird's wieder. Puh. Dann setzen wir eine neue Glasanlage dann hier hin. Ich würde die Forschung separieren. Warum? Weil ich finde, wir haben das alles ein bisschen scrammed und dann sollen sie da halt Lieferungen hinbringen. Ich werde es jetzt erstmal irgendwo lagern, wo ich weiß, dass ich es fürs Erste nicht störend empfinde. Habe ich hier Platz? So. Und dann lassen wir die zwei Dinger bauen. Das eine ist für Labor 2, das andere ist für Labor 3. Dann können sie es nicht nach da oben liefern. Und jetzt sind wir über dem Punkt, den wir haben wollten. Gut. Sollten wir die Einigkeit hoffentlich langsam hochkriegen. Die Anlage läuft auf jeden Fall wieder und wir haben immer noch kein Problem, wie es ausschaut. Was ich super finde. Ist das Glas hier weg? Ich sehe gerade das Einlager zum Beispiel noch nicht. Du lieferst noch, aber du hast gleich gerade die letzten Reste geliefert. Kann das sein? Ja. Bedeutet, der Teil kann schon komplett abgerissen werden. So wie hier den Teil. Glas ist auch leer. Würde das Einzige, was wir umfüllen müssen, jetzt fürs Erste, ist das Eisen. So, schnell liefern. Gut, ich kann den großen Teil schon abreißen. So. Dadurch kriegen wir jetzt nochmal einen Eisenschub. Und wir sollten gut vorankommen. Aber Leute, ich würde sagen, wir haben es geschafft. Auch wenn nicht so wie gewollt. Wir haben eine Grippe wieder. Aber ganz ehrlich, die können wir aktuell noch mit dem Handel regeln. Die Grippe. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst unten einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wo das Ganze wieder back aufgeht und wir ein bisschen den kleinen Engpass hier umgehen und die ganze Anlage ein bisschen hochmarschieren lassen. Vielleicht bauen wir auch den Beton ein bisschen um. Schauen wir mal. Wir werden auf jeden Fall noch ein bisschen was machen. Wie gesagt, ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst unten einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao.